Ja, du kannst nicht sehen, ob jemand an Corona erkrankt ist. Das ist ja das ganze Problem. Pandemic Fatigue. Leute haben keinen Bock mehr drauf. Keiner lässt sich mehr testen. Leute denken, ach, ich habe das schon so oft gehabt. Ist auch egal. Stimmt natürlich nicht, leider. DNA-Schaden kriegt man von Corona. Desto öfter man es bekommt, desto schlimmer wird es. Aber ja, es steht ja nicht auf der Stirn tätowiert, wenn jemand Corona hat. Es kann genauso gut so rüberkommen, als hätte jemand einen grippalen Effekt oder wäre jemand erkältet. Kann ja auch sein. Oder jemand denkt, ach, ich habe einfach die Grippe oder was auch immer. Keiner lässt sich mehr testen, deswegen haben wir keine vernünftige Statistik und du weißt sowieso nicht, wer Corona hat. Ja, das ist total nervig. Wenn du kein Corona oder Long-Covid bekommen möchtest, dann trag eine FFP2-Maske. Wenn dir das shit egal ist, dann mach's nicht.